Wir haben uns hier zusammengefunden, um zu erleben gesegnete Stunden. Wir sollen einmal sein geborgen vor der Welt mit ihren Sorgen. Ganz frei sein und ganz unbeschwert genießen, was uns der Vater beschert. Auch heute noch will sein der Vater unser täglicher Berater. Alles dürfen wir ihm sagen. Wir brauchen uns nicht allein zu plagen. Er will uns helfen, unsere Bürde zu tragen, hier mit großer Würde. Denn es hat seinen guten Grund, das Leben auf dem Erdenrund. Wir sollen lernen, hier im Leben dem wahrhaft Guten nachzustreben. Zu lieben, wo man noch weh uns tut, zu helfen, wo man sieht die Not, nicht über andere uns erheben. In Demut wahrhaft alles geben, von seiner Lieb uns leiten lassen, mit Freuden lernen zu erfassen, warum in diese unsere Welt der Vater uns hineingestellt, um uns als seine wahren Kinder, die wir zumal sind, alle Sünder, von allem Bösen zu befreien, kam er in unsere Welt hinein. Nicht in Reichtum, Ehr und Zier, nein, als der Ärmste ließ er hier gebären sich in einen Stall, um seine Liebe überall den Armen dieser Erd zu geben und nach dem Tod das ewige Leben. Wir alle sind dazu berufen, zu erreichen die höchsten Stufen, doch wissen wir aus Gottes Mund, was uns die Bibel gibet kund. Welch große Schmach der Herr erduldet, was alles haben wir verschuldet. Man hat gemartert und geschlagen die Liebe, die sich für uns gab, und endlich noch ans Kreuz geschlagen und ihn gelegt in das Grab. Die Seinen ängstlich und voll großer Trauer verschlossen sich hinter Gitter und Mauer. Sie konnten nimmer es verstehen, wie solches alles konnt geschehen. Hat doch ihr lieber Herr und Meister besieget allzeit die Geister, die nach dem Leben ihn getrachtet und seine Liebe stets verachtet. Doch kam es, wie's der Herr gesagt, das Auferstehen am dritten Tag. Er werde zu dem neuen Leben dem Bösen den Triumph nicht geben. Mit großer Kraft und Herrlichkeit entstieg der Herr zu dieser Zeit dem Grab am frühen Ostermorgen. Nun sind vorbei der seinen Sorgen. Bei allen kehret gern er ein, die seiner Liebe sich ihm weihn. Mit Jubel wird er sie beglücken, mit tiefen Frieden und Entzücken wird füllen er ihr müdes Herz. Sie fühlen nicht mehr Mühe und Schmerz, weil sie nun wissen, dass zum Lohn ererben sie die Ehrenkron.